Was geht ab? Willkommen zu Deutschlands 17. Bundesland. Nämlich mein. Und bevor mich meine Mutter sieht und zusammenscheißt, weil es ja so heiß ist und ich ja einen Sonnenbrand bekomme, gehen wir mal lieber aus der Sonne raus und ziehen uns mal hier so Läden rein, weil wir haben das Gefühl, hier könnte es geile Sachen geben. Er war ja schon mal da, aber nicht so lange. Und dann gucken wir uns mal diese Shops an. Und ich habe nichts verraten. Ja, ich verrate gar nichts. Ja gut, du hast ja hier auch nicht alles durchgeguckt, ne? Und, okay. Ich habe die Takis gekauft. Die Takis? Sind richtig lecker. Hast du die überhaupt probiert? Ja, ich habe probiert diese Vulkan. Kenn ich nicht. Bock auf extra hot. Ja, aber wir sind so broke, um es uns zu leisten. So, dann. Oha. Was gibt es hier für Sorten? Das habe ich nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Wie groß ist dieser Red Bull? Ich habe keine Ahnung. Mountain Dew. Der Vergleich. Normaler Red Bull. Dann dieser eine, der mehr Liter drin ist. Und dann der hier. Ey, Mountain Dew gibt es doch in Deutschland auch nicht, ne? Was ist das für Fantasorten? Grape. Pineapple. Dann, warte, wir gehen mal von vorne durch. Wir haben hier einmal Fanta Strawberry. Dann hätten wir hier Fanta Berry. Fanta Grape. Fanta Pineapple. Ey, ich würde jetzt am liebsten Pfirsich. Einfach Peach. Ich würde jetzt am liebsten alles probieren. Strawberry Kiwi. Was ist das? Exotic. Exotic kenne ich, aber nicht in dieser Form. Ja, ich auch nicht. Oh mein Gott. Erstens, was sind das für Powerade-Deckel, ne? Und das ist kein Kirschgeschmack. Ice Storm ist bei uns auch. Ja. Und dieses Red Bull sieht sehr geil aus. Boah, lass mal gucken, was es hier noch gibt, Alter. Jetzt, wo wir das gesehen haben. Ich schwöre dir, wenn wir irgendwann groß sind und alleine leben, ne? Und ich nicht darauf achten muss, wie viel Geld ich habe und nicht darauf achten muss, dass meine Mutter nicht herauskriegt, dass ich YouTube mache. Werden wir hier alles kaufen und probieren. Also ich weiß immer. Und ein Video hochladen. Genau. Ey. Die sind richtig geil. Die Sweet Banana. Ah, okay. Wir haben jetzt schon mal den ersten Fake. Wait a minute. Ah, hier. Wir haben hier schon mal den ersten Fake. I mean, welcome to Espanol. Hier ist ja alles Fake, wie wir wissen. Das hier ist sowas wie der spanische Bazar oder sowas. Kann man. Stimmt ja, das gab es ja auch noch in Deutschland, ne? Coca-Cola Vanille. Stell ich mir nicht so geil vor. Ja, ich auch nicht. Wir haben hier Cheetos. Cheaters. Gibt es denn noch irgendeine Scheiße, die wir bei den Deutschen... Guck mal, das hier ist geil. What the fuck? Guck mal, was ist geil damit? What the fuck? Oh mein Gott. Ich glaube... Das habe ich selber nicht mehr gesehen. Ich glaube, die Spanien-Deutschen lieben Takis. Und das sind richtig geile Geschmäcker. Zum Beispiel die Cheese-Geschmack. Ey, das da ist der größte Scam, den ich jemals gesehen habe. Die Dinger kosten gefühlt 500.000 Euro. Ja, das ja. Und am Ende ist da nichts drin. Was zum... Aber die sind lecker. Ja. Hier gibt es einfach zweier Pack Oreo. Die kosten 1 Euro. Niemals. Bananengeschmack. Es gibt pur Bananengeschmack. Nee, warte, Banana. Na, das sind keine Dings. Das sind keine Bananen. Aber es wäre schön, oder? Cheesy Cheese. Ey, es gibt Pringles pur mit Käse. Boah, gibt's hier irgendwas Geiles? Das kann man auch bei Mixmart kaufen. Und wie heißen diese Mini Bells, ne? Mini Bells. Ja, die gab's in Polen. Ich habe die mir dort gegönnt. Kann man die auch kaufen? Ich glaube nicht, aber wir können gucken. Apple Kiwi. Ach stimmt, das gibt's ja auch, aber ja. Das da. Das gibt's nicht. Lemon. Oh, guck mal, da hängt. Was ist das? Oh mein Gott.
So, dann gucken wir mal weiter. Was gibt's hier alles? Oha! Einfach Patrick! Und es sieht einfach aus wie eine Flugzeugturbine. Stimmt ja, es sieht einfach aus wie eine Flugzeugturbine. 1:1 ist so. Lass mal gucken. Oh, guck mal einfach aus. Echte Kokosnuss für Schale. Okay, wir sehen hier schon mal die böse Seite von Mallorca. Ja, das werde ich zensieren. Keine Ahnung. Und, wir sehen nochmal die böse Seite Mallorcas. Ja, shit, ne? Das zeige ich lieber nicht, weil ich keinen Bock habe, 500.000 Sachen zu zensieren. Aber das ist. Das ist nicht sass, das ist geplant. Es ist sass. Ja, Junge, das komisch. Das ist nur ein Bananenöffner. Nein, ich habe das andere. Drunter. Ach so. Aber das andere ist wortwörtlich ein Bananenbieröffner. Ja, ja. Aber das hier sieht cool aus. Nicht dein Ernst jetzt, ne? Oh mein. Alter, nein, das zeige ich nicht. Was? Ich hab. Nein. Junge, was? Ich hab keinen Bock, das zu zensieren. Was geht hier in Spanien ab? Ich weiß hier Mallorca Ballermann und sowas, aber Bruder. Ja, gut, ne? Vergessen wir mal gerade, was wir gesehen haben. Und das da hinten, das war. Ich habe eigentlich sowas von Mallorca erwartet. Aber das, nee. Ey, wenn das Video über 40 Likes bekommt, dann zeige ich den Rest dieser Scheiße. Aber nur ab 40 Likes. Weil, Digga, mein Kanal geht gerade zugrunde. Ich habe keinen Bock darauf, dass ich komplett pleite gehe. Totenkopf und alles. So, wir haben hier auf jeden Fall zwei spielende Tiere. Guck mal. Ach so. Okay. Der ist cute. Aber Bruder, was geht bei dem ab? Der ist cute. Bis man ihn an den anderen Panda anlehnt. Also, was geht bei den Schildkröten? Und Brudi, die Sachen zeige ich nicht, weil. Hier ist noch mehr von dieser Scheiße. Wir gehen mal lieber hier rein. Aber wir zeigen dir okay, okay. Likes. Ja. Hier sind coole. Nee, lass mal. Ich glaube, ich werde das gar nicht zeigen, Brudi. Wer will sich schon Flaschenöffner, Holzschwänze angucken? Aber wir können eine unzensierte Version machen. Nein. Aber, oder aber glaub, wir Tassen in wir Form wir lassen von Melonen haben. Ja, das lassen wir lieber. Nein, wir zeigen das doch nicht. Wir zeigen das nicht, Alter. Das geht nicht. Das können wir nicht machen. Und das Schlimmste ist, wir können hier nicht einfach sagen, was wir wollen. Weil Mallorca ist ja bekanntlich Deutschlands 17. Bundesland. Was ist das? Keine Ahnung, ist eigentlich scheißegal. Und hier kann halt einfach jeder Deutsch. Ey, guck mal, hier gibt's polnische Kaugummis. Hobbit. Die gibt's nur in Polen eigentlich, dachte ich. Okay. Oh, guck mal. Hier sind so aus Metall. Mhm. Aber so Motoren und so ein Holz. Ja, gut. Wer stellt sich sowas in die Wohnung? Oder das hier. Das weiß ich zu Hause. Warte. Oha, guck mal, was für geile Tassen. Geil. Solange die keine Boobies haben oder sonst ein Shit, dann. Ja, ist ja noch okay. Dann werden wir jetzt auf jeden Fall mal weitergehen und andere Läden angucken und gucken, was für Scheiße die verkaufen. Gibt's noch mal. Was geht da hinten ab? Bitte sag nicht, das ist ein Ballermann hier. Lauf einfach nur. Nein. Okay, wir rennen. In 3, 2, 1. Oh mein Gott. Was geht hier in Spanien ab? Guck mal, was für Fragen da.
kopiert. Die haben mein Oma. Fahrrad kopiert. Die haben einfach das, die verkaufen mir einfach das Fahrrad, was er hat, ne? Achso, mit ihm kommt übrigens noch ein Reality-Projekt bald. Und das da, wird der Einstieg in unser Reality-Projekt sein. Nur das Reality-Projekt wird größtenteils anders ablaufen. Wir werden nämlich so Challenges machen und so einen Scheiß. Und deswegen... Und das hier haben ein Motorrad mit zwei Rädern. Aber ein Motorrad, kein Roller. Ja, ich weiß, das kenne ich. Okay, jetzt knallt die Sonne schon ein bisschen. Ja, schon. Guck mal, hier gibt's Aqualand, ne? Das kann man alles mieten. Zum Beispiel hier kann man sich einfach so ein Lambo mieten. Ein Ferrari, Huracan Spider kann man sich auch mieten. Ein 488er Spider. Nee, lass mal, Alter. Aber die haben das nicht, ne? Okay. By the way, da oben sind unsere Hotelzimmers. Unser Hotel heißt Alsun Pilari. Playa. Ja, Playa, das kann man an den Ende dranhängen. Aber Digga, Playa. Ich weiß nicht. Aber zieht euch mal das rein, Alter. Wir sind gefetzt. Wir sind beide fast hingefetzt. Ey, guckt euch das an. Hier ist diese Scheißkante, ne? Er so fetzt fast hin. Und ich so, ach ja, ich werd schon nicht hin. Egal. Was gibt es hier für Kack, den man kaufen kann? Oha. Palma. Ach, nee. Guck mal, aus Holz. Aus Holz? Ui. Das ist kein Holz, das ist Kork. Ich meine, das hier. Irgendwie sieht das Zast aus. Du weißt es gar nicht, das Zast ist. Ich verstehe es nicht. Ja. Aber der Laden nebenan, der war. Ja, gut, ne? Da gab es eigentlich größtenteils irgendwelche Sachen, die perfekt Ballermann geschrieben haben. Ne? Ja, das kaufen sie. Guck mal, so eine Gitarre einfach. Ja, Digga, sowas ist geil. Sowas erwarte ich halt auch von Mallorca. Gut, dann kann man so noch. Und was machen die? Die verkaufen hier Holzfische und Tassen in Form von Melonen und sonstigem Scheiß. Und nicht die Melone, die ihr denkt, also nicht die Fruchtmelone. hier kann man sich Bälle kaufen. Original von Kindern gemacht aus Pakistan. Ey, das ist kein lustiges Thema, aber wir lachen trotzdem drüber. Oh mein Gott. Alter. Was hast du gesagt? Bruder, wenn das die Niederländer sehen, werden ausrasten. Okay, ich glaube, hier gibt es eigentlich nichts Geiles zu holen. Nee, aber lass einfach. Lass trotzdem hier ein bisschen rumgucken. Das Video geht jetzt schon 5 Minuten umgerechnet. Wird ja auch ein YouTube-Video sein. Ich weiß. Du kannst hier so ein LGBT-Ding holen. Keine Ahnung, wer sowas will, weiß ich nicht. Wer trägt sowas? Oha, guck mal! Hi, Max. Ich habe hier meine 5 Euro Polen Cap. Ey, und hier laufen überall Afrikaner rum, die irgendwas verkaufen wollen. Und so Pikachu und alles. Wirklich jetzt mit dem Schwanz dran. Und jedes Mal, wenn jemand sehen, direkt hallo, hallo, hallo. Perfekt. Hier, guck mal, mit richtiger Naht und spitzem Ende. Perfekte Waffe für Selbstverteidigung. Ey, hast du Bock auf einen Fächer? Falls es zu heiß wird und du zu broke für eine Klimaanlage bist. Test. Du kannst dir auch so... Oh. Du kannst nicht gut gehen. Oh, Junge, das ist viel zu viel Wind. Du kannst dir auch so ein Fake-S-Banner-Ding holen. Als Magnet. Funktioniert es überhaupt? Nein. Okay. Dann, suchen wir mal den nächsten Laden, der irgendwas verkaufen könnte. Ich habe keine Ahnung, was unsere Eltern denken, wo wir auch immer sind, aber ist auch egal. Das ist eigentlich richtig dumm, was wir hier machen. Aber wir suchen nicht andere. Weil Brudi, wir sind hier zu zweit alleine. In Mallorca. In Mallorca. In Dings, Palma de Mallorca. Und bauen hier irgendwelche Scheiße, indem wir Videos drehen und irgendwelche Sachen zeigen. Die eigentlich keiner sehen will und sich hier auch niemand anguckt. Nee, irgendwie feiere ich diesen Laden hier nicht. Lass mal lieber verschwinden hier.
Nee, da vorne gehen wir nicht hin. Das ist sehr, sehr sassy. Also hier ist auch schon sassy. Ich glaube, da hinten ist der Ballermann, soweit ich weiß, ne? Ja, da ganz hinten. Ich zeig euch mal hier ein bisschen Strand. 4 Kilometer bei sich. Ja, geil. Und ich meine nicht die halbnackten Leute, die da rumlaufen. Ich meine den Strand, okay? Denkt nichts sassy über mich. Wir stauben hier nur irgendwelche Läden ab, in denen es auch geile Sachen gibt, aber auch irgendwie ultra also sassy, verstörende Sachen, die eigentlich kein Mensch braucht. Ich habe da hinten einen Ort gefunden, da waren so 500 Muscheln aufeinander einfach. Bruder, einfach an einer Palme? Ja, die schmeißen doch immer Sachen hin. Okay, die ist... Okay. Lass mal da her, da waren wir schon. Ah, nee, doch nicht. Waren wir hier? Doch, hier waren wir, glaube ich. Du kannst dir auch so einen Mallorca-Magnet holen. Ey. Da ist einfach jemand. Da ist einfach ein Magnet. Okay. Wir sagen mal so, hier gibt es verschiedene Sachen. Ich beschreibe mal diese Magneten. Hier gibt es einmal ein Magnet von einem Fisch. Ja. Von einem sehr anderen Fisch, der zwei runde Kugeln am Ende hat. Es gibt hier Magneten von halbnackten Menschen mit Melonen. Und wieder nicht die Melonen, die Früchte, sondern die anderen Melonen. Und hier gibt es ein Magnet, wo jemand mit seiner fucking Banane spielt. Und ein Magnet, an dem einfach jemand den an Fisch... Wir sagen mal, wo jemand an einer Gurke lutscht. Ja, genau. Genau. So könnte man das sagen. Hier waren wir schon. Und hier kannst du dir billig China-Sachen holen, die von irgendwelchen armen Kindern gemacht wurden. Aber das hier. Geht's da hinten noch weiter? Das hier, guck mal. Ich zeig das Was nicht. Was ist das? Das sind einfach Gurken. Was? Oh mein. Was ist falsch mit Mallorca? Hä, es gibt's in jedem Land. Ja, aber, die aber ganzen, hier so viele. Ich habe das noch nie gesehen, außer in Kroatien. Boah, schon warm. Ey, wenn wir öfter mal zusammen in den Urlaub gehen, weil das ist ja das erste Mal, dass wir jetzt zu zweit im Urlaub sind. Wir sind ja hier gerade in Mallorca. Ich war ja vorher in Polen. Wenn wir noch mal irgendwo geil in den Urlaub gehen, zum Beispiel hier wieder Mallorca oder keine Ahnung, wieder Kroatien, ey. Dann werden wir wieder Videos machen, also solange wir hier alleine rumlaufen dürfen. Weil eigentlich ist es dumm, was wir hier machen können, was wir gerade machen. Denn wir könnten jederzeit von irgendjemandem abgestochen werden. Ja, hier waren wir ja schon. Ah, die gibt's auch in so klein. Texas Barbecue ist geil. Willst du vielleicht mal Paroni holen oder... Sour Cream Style. Oder Crackers. Ich hätte Bock, diese Dinger, ne? Ich hätte Bock, mir so ein Fanta zu holen. Man hat mich gerade fast gesehen in dieser Spiegelung. Aber ich bin broke und hab kein Geld dabei. Es wird ein ziemlich langes Video, kann ich euch schon mal verraten. Und wir gehen noch ins Gym. Vielleicht. Wir gehen auf jeden Fall noch ins Hotel und zeigen euch da ein paar geile Sachen. Wir gehen. Wie gesagt, vielleicht. Und hier gibt es auch einen Yoshi. Und der sieht richtig aus. Weißt du, guck mal. Der Yoshi sieht cool aus. Guck mal, guck dir das mal an. Das ist wieder so typisch Spanien. Ja, Yoshi einfach. Das ist typisch Spanien. Hier so Sachen. Für irgendwie Kinder und sowas. Und nicht mal 2 Meter weiter. Kommen dann auf einmal solche Sachen. Jetzt müssen wir wieder zu dir. Wir gehen nicht mehr durch diesen Cursed-Gang durch. So, wie kann ich das denn sagen jetzt? Zu gefährlich, sagst du. Sorry. Dieser Karton sieht aus, als hätte er 5 Jahre lang in einem Schaufenster in der prallen Sonne gestanden. Junge. Also, welche Kinder kaufen sich sowas?
3 Jahre alte Kinder, die keine Ahnung haben. Das Ding sieht aus wie ein Schwanz und Hältst von Zombie versus Pflanzen? Versus Pflanzen? Oh mein Gott. Ich habe noch nie so einen krassen Lego-Fake gesehen. Aber Kogo ist berühmt. Die haben ein bisschen Kobi nachgemacht. Die haben Kobi nachgemacht und Lego gleichzeitig. Jetzt gibt's noch Kogo. Kogo, ja. Aber Kobi ist sowieso beste. Ja, yep, Kobi ist geil. Und hier gibt's wieder so billig Scheiß aus China. Komm, Lamborghini einfach. Und das hat nicht mal Ketten. Boah, Lamborghini. Lamborghini. So einen können wir hier mieten, wenn wir wollen. Nein. So dumm, Alter. Warum machen wir das hier eigentlich? Ich kann schon die Motorhaube aufmachen. Vor allem das zum... Was ist das? Warte mal, der Lamborghini-Motor ist doch hinten, doch nicht vorne. Guck mal. Oh mein Gott. Hier vorne ist ein Motor und hinten. Hä? Ich sag gar nichts mehr. Das sieht irgendwie... Wer kauft sich sowas? Was ist das? Warum sind da Krokodile und Elefanten unten? Ja, das geht ja noch. Ich weiß, aber warum? Oder das da? Was ist hier? Jo, das ist so... Was passiert hier gerade eigentlich? Gar keinen Sinn. Warum sind wir hier? Warum nehmen wir gerade überhaupt ein Video auf? Und wer kauft sich das? Das ist kleiner als eine Nadelschere. Oh mein... Ey. Ich verstehe nicht, wie Mädchen mit Puppen spielen können, Digga. Aber wirklich jetzt Junge. Ist da der Kopf umgedreht? Ich sag euch mal, Lieben, wir verlassen mal hier diesen Garten. Was wir hier noch so ergattern können, und ich glaube gar nichts, denn weiter als da hinten können wir nicht, weil da hinten sind Ballermann und ich habe keinen Bock, Leute am Strand ficken zu sehen, und deswegen gehen wir da nicht hin. Okay, das ist ins Hotel, oder? Ja, wir gehen jetzt ins Hotel und checken unsere Lage ab, und ich guck kurz, wie viel Uhr wir haben. In genau einer Minute darf ich in mein Hotelzimmer einchecken. Nämlich um 11 Uhr. Wir haben gerade 10.59 Uhr, wenn ich das hier nehme. Ja. Oh, und heißt, in genau einer Minute kann ich... Oh fuck, ich habe nur 2%. Oh mein. Ja, gut, ne? Ich nehme irgendwann anders auf, wenn ich mein Handy aufgeladen habe. Und ja, aber zweiter Teil kommt raus. Was für zweiter Teil? Ich werde das alles noch in dieses Video reinschneiden, Alter. Oder habt ihr Bock auf Fake? Ich hasse diese Dinger, ne? Aber egal. So, dann schau. Ich lade mein Handy auf.